Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich euch ein Programm vorstellen, und zwar PlayNight. Mit diesem Programm könnt ihr mehrere Spiele-Launcher, wie zum Beispiel Steam, Epic Games, Uplay und so weiter, in einem kombinieren. Welche es da alles gibt, werde ich nachher noch zeigen. Erst einmal könnt ihr das Programm kostenlos auf der Internetseite von PlayNight runterladen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Nachdem wir PlayNight heruntergeladen und installiert haben, öffnet sich direkt der Einrichtungsassistent. Hier können wir direkt auf Weiter drücken. Und hier könnten wir jetzt theoretisch schon die verschiedenen Spiellauncher verbinden. Da drücken wir auch erstmal auf Weiter. Und anschließend auf Abschließen. Um die verschiedenen Spiellauncher jetzt verbinden zu können, müssen wir als allererstes die Add-ons installieren, die wir benötigen, um die Verbindung herzustellen. Dazu drücken wir hier oben links in der Ecke auf das Controller-Symbol, dann auf Add-ons. Und dann unter dem Menüpunkt Durchsuchen können wir Add-ons suchen, die wir installieren wollen. Hier finden wir jetzt unter anderem Epic Games oder wenn wir ein bisschen weiter nach unten gehen, haben wir hier Steam oder Ubisoft. Ich werde jetzt einfach mal Steam installieren. Und zusätzlich werde ich jetzt noch Epic Games installieren. So, und hier sehen wir schon, wir müssen PlayNight neu starten, damit die Add-ons fertig installiert werden. Deshalb auf Speichern, dann auf Ja. Jetzt warten wir kurz und jetzt sind die Add-ons installiert. Um jetzt eine Verbindung zu dem Spiellauncher, zum Beispiel Steam oder Epic Games herzustellen, gehen wir nochmal oben auf den Controller, dann auf Bibliothek, dann auf Integration konfigurieren und gehen zum Beispiel auf Steam drauf. Jetzt können wir hier installierte Spiele importieren anhaken, dann werden jetzt alle Spiele, die wir auf unserem PC installiert haben, die mit Steam assoziiert werden, automatisch gesucht und zu PlayNight hinzugefügt. Ich werde das Ganze jetzt aber eher über mein Benutzerkonto machen, denn PlayNight bietet auch die Option, die Installation von dem Spiel direkt anzustoßen. Also wenn ein Spiel jetzt zum Beispiel nicht installiert ist, dann wird Steam automatisch das Spiel herunterladen. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, nicht installierte Spiele zu importieren. Das sind dann die, von denen ich gerade gesprochen habe. Kostenlose Spiele importieren, also wenn ihr zum Beispiel irgendein Spiel bei Steam gerne spielt, zum Beispiel Counter-Strike, dann wird das hier auch angezeigt. Andernfalls werden nur Spiele angezeigt, die ihr wirklich gekauft habt. Wenn ihr den Haken setzt bei installierte Spiele von anderen Konten ignorieren, dann werden Spiele von anderen Spielern, also wenn jetzt jemand seine Bibliothek euch freigegeben hat, werden diese dann nicht mehr angezeigt. Das lasse ich jetzt aber weg, denn ich will diese Spiele auch angezeigt bekommen. Jetzt können wir hier auf Authentifizieren drücken. Und dann öffnet sich so ein kleines Browserfenster und hier müssen wir uns mit unserem Steam-Account anmelden. Und jetzt können wir hier auch schon sehen, dass der Nutzer authentifiziert ist. Eine weitere Möglichkeit, die ihr habt, um eure Spiele in PlayNight anzeigen zu lassen, ist hier ein Häkchen zu setzen bei privates Konto. Und wenn ihr dann hier auf API-Schlüssel beziehen drückt, öffnet sich ein neues Browserfenster, in dem dann euer Steam API-Schlüssel angezeigt wird. Voraussetzung dafür ist, dass ihr in eurem Browser in euren Steam-Account eingeloggt seid. Im schlimmsten Fall müsst ihr euch jetzt anmelden. So, dann wird euch dieser API-Schlüssel angezeigt, den können wir einfach rauskopieren und dann hier in PlayNight einfügen. Hier oben habt ihr dann die Möglichkeit, noch weitere Einstellungen zu machen. Wie zum Beispiel, hier könnt ihr weitere Konten hinzufügen, falls ihr mehrere Steam-Accounts habt. Das Ganze funktioniert dann auch wieder über diesen API-Schlüssel. Bei anderen Integrationen sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Bei Epic Games zum Beispiel könnt ihr lediglich euren Account verbinden und die Spiele importieren. Ob ihr diese Einstellung braucht, müsst ihr selbst entscheiden. Wir verbinden jetzt erstmal noch Epic Games. Dazu gehen wir auf Epic Games, dann auf Nutzerkonto verbinden. Dann wollen wir auch die nicht installierten Spiele importieren und drücken nochmal auf Authentifizieren. Wenn wir uns bei Epic Games angemeldet haben, sehen wir hier auch schon wieder, Nutzer ist authentifiziert. Jetzt können wir hier auf Speichern drücken und jetzt sind zumindest Epic Games und Steam schon mit PlayNight verbunden. Ihr könnt übrigens auch eigene Spiele hinzufügen, indem ihr nochmal auf das Controller-Symbol drauf drückt und dann auf Automatisch durchsuchen. Und dann geht ihr auf Installierte ermitteln und jetzt durchsucht PlayNight euren Computer nach verschiedenen Programmen. Und hier könnt ihr dann eure Spiele raussuchen, die ihr noch nicht zu PlayNight hinzufügen konntet. Beispielsweise, wenn die über keinen Launcher laufen, sondern direkt installiert sind und könnt diese dann auswählen.
Dann wählt ihr das einfach aus, geht auf Spiel hinzufügen und dann habt ihr sozusagen euer Spiel, das keinen Launcher hat, in Playnite drin. Bevor wir jetzt anfangen, die ganzen Spiele von Steam und Epic Games zu importieren, will ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wenn ihr einen hohen Wert darauf legt, dass die Metadaten von eurem Spiel in einem guten Zustand sind, also beispielsweise ein cooles Cover habt, eine gute Beschreibung, eventuell auch in eurer Sprache, dann auch noch der Titel stimmt, ein cooles Poster, Wallpaper, die Bewertung und so weiter, dann könnt ihr weitere Metadaten-Plugins installieren. Und zwar drückt ihr hier oben nochmal auf das Controller-Symbol, dann auf Add-ons. Und dann geht ihr unten auf das Suchen in das Menü Metadatenquellen und hier habt ihr verschiedene Quellen, von denen dann die Informationen und die Bilder heruntergeladen werden. Da könnt ihr theoretisch auch alle installieren, macht eventuell nicht so viel Sinn. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, zum Beispiel GOG zu installieren, IGDB, IGN, Launchbox, Nintendo, Steam Text Importer, falls ihr Text benutzen wollt, also so Schlagwörter wie zum Beispiel Shooter und so weiter, also jetzt nicht zu verwechseln mit der Kategorie. Oder Wikipedia, da habt ihr dann wieder gute Quellen für Beschreibungen oder auch Xbox Metadaten. Hier wieder das gleiche Spiel, auf Installieren drücken. Dann nochmal installieren. PSN installiere ich auch noch. Nintendo. Und wenn ihr alle Quellen hinzugefügt habt, die ihr braucht, drückt ihr nochmal auf Speichern, dann nochmal auf Ja. Und jetzt wird Playnite nochmal neu gestartet. Jetzt könnt ihr die verschiedenen Quellen auch nach Reihenfolge sortieren. Dafür geht ihr dann nochmal auf den Controller drauf, dann unten auf Einstellungen, dann auf Metadaten. Und hier könnt ihr beispielsweise der Name des Spiels soll vom offiziellen Shop runtergeladen werden, also dann die Epic Games Spiele bekommen dann den Titel, den sie auch in Epic Games haben. Oder ihr könnt da auch was anderes auswählen, zum Beispiel IGN und so weiter. Dafür muss dann aber auch der Haken gesetzt sein. Hier könnt ihr dann noch mehrere Quellen auswählen. Also beispielsweise, wenn, ich zeig's mal in einem anderen Beispiel, Entwickler. Wenn ihr da jetzt zum Beispiel offizieller Shop ausgewählt habt, aber im offiziellen Shop kein Entwickler hinterlegt ist, könnt ihr auch IGN auswählen. Oder eventuell Wikipedia. Ihr könnt das Ganze aber auch priorisieren. Also beispielsweise soll der Entwickler von IGN geholt werden. Und wenn da keiner gefunden wird, dann vom offiziellen Shop, dann von Wikipedia, dann erst von GOG und so weiter. Wenn ihr damit dann fertig seid, könnt ihr nochmal auf Speichern drücken. Und jetzt können wir auch schon anfangen, die Spiele zu importieren. Dafür drücken wir nochmal auf das Controller-Symbol. Und dann gehen wir auf Spielebibliothek aktualisieren. Jetzt können wir direkt alle aktualisieren. Ihr könnt alternativ auch F5 drücken. Und jetzt warten wir einen Moment. Ich habe jetzt auf Abbrechen gedrückt, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Hier sehen wir jetzt auch schon einige Spiele, die ich in Epic Games oder Steam habe. Ich glaube, das ist jetzt Epic Games. Das ist aber auch nicht so wichtig. Jetzt können wir hier oben nochmal auf das Controller-Symbol draufdrücken. Und dann auf Bibliothek. Dann auf Metadaten herunterladen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, nochmal auszuwählen, von welchen Spielen Metadaten heruntergeladen werden sollen. Beispielsweise alle Spiele der Datenbank. Also das sind dann alle Spiele, die ich hier in Playnite drin habe. Egal ob von Steam, Epic Games, Uplay und so weiter. Hier könnt ihr dann aber auch nur von den ausgewählten Spielen Metadaten herunterladen. Das zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Spiel auswählt, drückt die Steuerungstaste auf eure Tastatur und wählt dann einfach mehrere aus. Ihr könnt dann aber auch hier das erste auswählen oder irgendeins mittendrin, die Shift-Taste gedrückt halten und dann nach unten drücken, dann wählt ihr direkt alle von hier bis da aus. Jetzt können wir nochmal hier oben drauf, nochmal auf Metadaten herunterladen. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, nur die Metadaten der Spiele herunterzuladen, die zu dem aktuellen Filter gehören, den ihr eingestellt habt. Ich tag das Ganze mal. Und zwar habt ihr hier oben einen Filter. Hier könnt ihr dann die Bibliothek zum Beispiel auswählen oder die Entwickler, das Erscheinungsjahr, Genre und so weiter. Das kommt aber erst später hinzu, wenn ihr schon Metadaten heruntergeladen habt. Wenn ihr das Ganze jetzt das erste Mal macht, dann ist dieser Punkt auch nicht so wichtig. So, jetzt gehen wir nochmal auf Bibliothek, dann nochmal auf Metadaten herunterladen und wir wollen das Ganze jetzt für alle Spiele in der Datenbank machen. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, auch nur die fehlenden Metadaten herunterzuladen.
Also hier in dem Fall sind das jetzt alle. Aber wenn ihr jetzt beispielsweise bei manchen Spielen noch kein Cover habt oder noch keine Beschreibung, dann werden auch nur diese heruntergeladen. So, jetzt gehen wir auf Weiter. Hier haben wir dann nochmal dieselbe Übersicht wie eben schon in den Einstellungen. Hier können wir nochmal ein paar Individualisierungen machen, aber ich werde jetzt einfach mal auf Metadaten herunterladen drücken. So, ich habe das Ganze jetzt mal übersprungen, um euch zu zeigen, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Ich habe jetzt hier nochmal mein normales Play Night geöffnet, also da, wo schon all meine Spiele drin sind. Ich habe diese hier jetzt auch schon gefiltert. Hier können wir die Filter mal alle abwählen. Und jetzt sehen wir hier auch schon Dinge, die installiert sind und Spiele, die noch nicht installiert sind. Wie zum Beispiel hier, dieses Spiel ist schon installiert. Das hebt sich dann so ein bisschen hervor. Jetzt sehen wir hier auch schon die ganzen Metadaten. Also ich gehe jetzt mal auf irgendein bekannteres Spiel. Zum Beispiel hier unter GTA 5 sehen wir hier auch schon die Zeit, wie lange ich das Spiel schon gespielt habe, die Aktivitäten, wo das Spiel installiert ist. Und so weiter. Das wird hier alles angezeigt. Hier haben wir auch schon eine Beschreibung. Die ist jetzt bei mir auf Englisch. Das habe ich noch nicht angepasst. Hier sehen wir ein Poster. Hier haben wir das Icon. Also alle Informationen, die wir brauchen, haben wir jetzt hier drin. Jetzt können wir das Spiel auch noch ein bisschen bearbeiten. Zum Beispiel die Metadaten, die wir einfach Rechtsklick drauf machen. Dann auf Bearbeiten gehen. Und hier können wir nochmal alles anpassen. Hier in der Seite habt ihr dann noch die Möglichkeit, besser zu filtern. Zum Beispiel könnt ihr hier nach Entwickler filtern. Da wähle ich jetzt einfach mal Rockstar Games aus. Und dann sehen wir hier an der Seite auch schon alle Spiele, die zu dem Entwickler Rockstar Games gehören, die ich selbst besitze. Wenn euch einige Spiele angezeigt werden, die ihr nicht in eurer Liste drin haben wollt, also so gar nicht, dann könnt ihr auch einfach das Spiel markieren. Dann könnt ihr auf der Tastatur die Entferntaste drücken oder einfach Rechtsklick drauf und dann auf Entfernen. Und damit das Spiel später nicht mehr neu hinzugefügt wird, wenn ihr die Bibliothek aktualisiert, also beispielsweise auch beim Start von Playnight, dann könnt ihr es auch zur Ausschlussliste hinzufügen, denn dann wird das Spiel auch nicht mehr importiert. Wenn ihr ein Spiel starten wollt, reicht es, wenn ihr einfach Doppelklick auf das Spiel drauf macht oder einfach das Spiel auswählt, dann auf Spielen drückt. Und wenn ihr ein Spiel nicht installiert habt, dann öffnet sich auch der passende Launcher dazu. Beispielsweise ist das jetzt ein Spiel, das habe ich in Steam. Wenn ich jetzt da auf Installieren drauf drücken würde, würde sich automatisch Steam öffnen. Ich könnte jetzt hier auch auswählen, wo ich es installieren will und könnte das Ganze installieren. Wenn ihr Playnight ein bisschen cooler gestalten wollt, also nicht dieses Standard-Theme benutzen wollt, könnt ihr nochmal auf den Controller oben drauf drücken, dann auf Add-ons und dann unter Durchsuchen auf Desktop Designs. Hier habt ihr dann eine Auswahl an verschiedenen Designs, die ihr installieren könnt. Wenn ihr das dann installiert habt, dann könnt ihr nochmal auf das Controller-Symbol draufgehen, dann auf Einstellungen und dann öffnet sich dieses Fenster hier, das ist das Einstellungsfenster. Hier könnt ihr dann auf Erscheinungsbild draufdrücken und könnt auch ein anderes Design auswählen. Ich beispielsweise nutze sehr, sehr gerne dieses DH Dawn. Jetzt können wir auf Speichern gehen, dann auf Ja. Jetzt wird Playnight nochmal neu gestartet und so sieht das Ganze dann bei mir aus. Hier in der Seite seht ihr auch den Launcher von dem Spiel. Ist ziemlich cool umgesetzt. Des Weiteren könnt ihr auch verschiedene Add-ons installieren, mit denen ihr dann die Spiele bearbeiten könnt. Dazu nochmal in die Add-ons rein. Dann hier unter Allgemein habt ihr verschiedene Tools. Hier könnt ihr dann euch ein bisschen durchklicken, die Beschreibung lesen und installieren, was ihr braucht. Diese könnt ihr dann meistens hier über das Menü starten. Einfach oben auf das Controller-Symbol draufgehen oder in meinem Fall ist dieser riesen Play-Button, dann auf Erweiterung und dann habt ihr hier die verschiedenen Add-ons, die ihr installiert habt und könnt diese ausführen. Manche Add-ons sind auch im Kontextmenü der Spiele integriert. Also wenn ihr jetzt Rechtsklick auf das Spiel drauf macht, dann sind hier auch nochmal die verschiedenen Add-ons, nicht alle, nur die, die das unterstützen. Wenn ihr Playnight noch mehr individualisieren wollt, könnt ihr nochmal hier oben auf das Symbol draufdrücken und dann könnt ihr in die Einstellungen gehen und euch da ein bisschen durchklicken. Beispielsweise, ob Playnight gestartet werden soll, wenn euer Computer startet und ob es vielleicht sogar nur unten in diesen Infobereich hier starten soll, sodass nicht direkt dieses Fenster hier offen ist und noch weitere Einstellungsmöglichkeiten. Des Weiteren bietet Playnight auch einen Big Picture Modus bzw. einen Vollbildmodus. Den könnt ihr aktivieren, indem ihr einfach die F11-Taste drückt
oder oben auf das Symbol geht und dann hier auf zu Vollbildmodus wechseln drückt. Das ist dann ungefähr so wie bei Steam, so dass ihr den auch per Controller steuern könnt. Ich werde das Ganze jetzt nicht aktivieren, denn das öffnet sich auf meinem zweiten Bildschirm und die Aufnahme läuft gerade eben auf diesem. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Daumen hoch freuen. Für mehr Videos könnt ihr mich abonnieren und die Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Video.